So, hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer Runde Block Party. Yay, und ihr seht, es ist wieder eine Facecam da. Ich werde gleich nach dieser Runde einmal was einblenden, damit ich und dazu natürlich was erzählen. Falls ich jetzt öfters mal so nach weiter unten gucke, ich habe eine neue Webcam gekauft. Oh, es geht los. Und das ist jetzt so meine Testaufnahme mit dieser Webcam. Also, halt eine Testaufnahme mit einer neuen Facecam. Einmal kurz auf dem Ohr leiser machen. So. Passt. Ich bin auch hoffentlich laut genug zu hören. Nein. Ah, verdammt. Okay, ich bin raus. Das war eine scheiß Farbe. Welche Farbe war denn das? War das wieder Xyan? Ich mag Xyan nicht, wie es in der letzten Folge rauskam. Auf jeden Fall, ich habe mir eine neue Facecam gekauft. Und zwar die, was war das? Logitech C920, glaube ich, ist das. Eigentlich wollte ich eine Microsoft Livecam haben. HD. Gab's aber leider nicht. Und Amazon hat einiges umgestellt, dass man nur noch mit Kreditkarte kaufen kann. Was ich total ätzend finde. Auf jeden Fall habe ich mich dann für die, Logitech entschieden und habe sie jetzt nicht bestellt, sondern beim Mediamarkt gekauft. Und ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie die ist, und das wollte ich dann halt mit einer Runde Blockparty machen. Kann ich auch mal alleine hochladen. Und ja, ich blende jetzt mal kurz was ein, so einen kleinen Screenshot von meinem momentanen Upload-Rhythmus, der jetzt die nächste Zeit noch läuft. Da kommen ja noch einige Folgen Hardcore Jump mit Cody. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt gar nichts mehr. Also eigentlich nur noch diese Hardcore-Jump-Dinger, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall werden diese Folgen noch ohne Facecam laufen. Ich hatte da keine richtige Lust, mit Facecam aufzunehmen, weil ich ja alles halt mit Handy aufnehmen musste. Was sehr umständlich war, halt immer die Videos vom Handy wieder rauszuziehen. Und da sich das sowieso nach 4 GB immer gecuttet hat, ist ätzend. Jetzt kann ich das alles schön über die Webcam machen. Ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Ich sehe das ja jetzt hier auf meinem zweiten Monitor. Sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Nicht so wie meine Ranzcam, die da unten irgendwo ist. Ja, jetzt ist es so ein kleines Infogedöns hier am Anfang. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Folge mit Facecam aufnehmen. Mit der guten neuen... Oh, komm, gehen wir da nochmal rein. Mit der guten neuen Facecam. Ich muss das alles noch ein bisschen einrichten hier. Das war jetzt so ein provisorischer Ort, da wo die jetzt steht. Ist noch nicht ganz optimiert, aber... Da hängt sie. Also das Bild hing gerade. Mal gucken, ob sie in der Aufnahme auch hing. Ich bin gespannt. Hey, die hat auch so ein cooles kariertes Hemd. Hey. Gamergirl 1312. Und sie haut mich. Schöne Grüße an dich, Gamergirl. Falls du das hier sehen solltest. Oh, ich bin immer noch leicht erkältet. Das ist sowas von ätzend. Also sie macht auf jeden Fall mit, das ist schon mal cool. Also es sind wieder coole Leute hier aktiv. Ich vote mal für einen Song eben, und zwar einfach Kill a Day. Weißt du was, du kommst jetzt einfach mal mit aufs Thumbnail. So. So, dann habe ich euch jetzt auch hier auf dem Thumbnail. We have YouTuber. Yes. Yes, me. I'm a YouTuber. Oh, 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 witzig. Hey, so viele hier. No. So am I. Okay, was auch immer da gerade im Chat abging. Auf jeden Fall seid ihr auf YouTube. Zwei Optifine Cape. Habe ich eigentlich auch ein Optifine Cape? Ich glaube nicht.
Wozu sind diese Optifine Capes eigentlich? Ist es nur zur Personalisierung oder wie? Hä, wo ist denn hier braun? Oh. Was ist denn los heute mit mir? Meine Fresse, ab zur nächsten Lobby. Gibt's ja gar nicht. So, da sind wir denn wieder. Da geht das dann auch gleich los hier. Also alleine so in der Lobby zu sein, ist irgendwie nicht so spannend, muss ich sagen. Da ist es spannender, ruhig mit anderen zurück zusammenzuspielen. Und warum wieder Make a Cake? Aber diesmal reiße ich mich zusammen, diesmal spiele ich besser. Ich hoffe doch. Wenn ich das jetzt verkacken sollte, wieder so früh, dann heul ich. Dann heul ich richtig. Ich muss mir mit dem Husten ein bisschen zusammenreißen hier. Light Grey, das sollte der hier sein. Oh, meine Güte. Krank sein ist ätzend. Vor allem, wenn es jetzt im Moment so... Im Moment ist es echt übelst warm hier. Und oh, mit diesem Husten, das ist so widerlich. Das ist wirklich extremst widerlich. Ein bisschen halfway. Wow, das hat gelaggt. Okay, bin richtig. Yay, 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 yay. Ich weiß gar nicht, was man so kommentieren soll hier alleine bei Blockparty. Das ist nämlich echt nicht einfach. Also ziehe ich den Hut vor Bambina, dass sie öfters mal so Videos alleine macht wie bei Blockparty. Sehr gut. Oh, ganz bald kann ich mir die Herzchen kaufen, die ich mir holen wollte. Oh, du stand... Ich stand doch drauf, oder? Also auf dem anderen. Okay, hier. Ist falsch. Okay, nächste Lobby. So, da geht's in 10 Minuten... 10 Minuten, ne? In 10 Sekunden noch los. Wenn man alleine in der Lobby ist, passiert nicht so viel Spannendes, muss ich sagen. Oklahoma. Ich habe keine Ahnung, welches Lied das ist. Warum chatten die so viel? Wenn ihr jetzt rausfliegt deswegen, das würde ich so feiern. Leider nicht. Oh, gleich am Anfang sowas Schwieriges. Okay, Pink, ich denke, ich bin richtig. Okay, ich nehme das große Feld, ist sicherer. Es war eine Kuh, also von daher... So, Dick Paddy hier. Paddy aus. Das müsste man in der echten Disco mal machen, so Stopp-Punks. Alter, ich glaube, da würden alle abhauen. Ich glaube, da würden echt alle abhauen. Würdet ihr auf eine Disco bleiben, wenn da Stopp-Tanz getanzt wird oder sowas? Also ich glaube ich nicht. Ich würde denken, was ein scheiß DJ. Oh, cool. Mein Magen grummelt gerade irgendwie. Ich glaube, ich habe Hunger. Den will ich haben. Oh Mann. Halt, Xyan. Dieses komische graublaue Zeugs hier. Ey, aber ich lebe mal relativ lange. I like. Nein, Blue. Boah, wow, das war wieder sauknapp. Zwei Stück sind noch gefallen. Okay. Also Leute, nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen längere Sprechpausen ab und zu mal einsetze. Alleine weiß man nicht so wirklich, was man hier kommentieren soll. Und zweitens, durch meinen Husten ist ein bisschen kacke. Denn wenn ich zu lange rede, muss ich husten. Und das will ich nicht. Oh, kacke, ich hätte gar nicht so weit laufen müssen. Okay. Da hinten. Was? Nein, off. Ernsthaft? Ich war auf dem gelben von dieser Kuh drauf. Das Spiel hasst mich. Definitiv hast du es nicht.
Lobbywechsel. So. Neue Lobby gefunden und geht auch direkt los und hier ist ein Superbärchen. Oder so. Der ist mir gerade eben nicht aufgefallen. Oh, cool. Gleich am Anfang. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen Cam-Qualität haltet. Ob das so in Ordnung ist oder ob ich die vielleicht noch anders richten soll. Es kommt jetzt auch demnächst ein Greenscreen plus ein Greenscreen plus, das ist falsch, ich wusste es. Oh, da sind aber viele rausgefallen. Es sind jetzt nur noch 3 Tänzer. Wow. Also es sollte eigentlich am Tag der Aufnahme, also morgen beziehungsweise übermorgen, sollte ein Greenscreen plus eine Studiolampe kommen. Sprich, ich werde besser beleuchtet sein und ja, nicht nur besser beleuchtet, ich werde ja keinen Hintergrund mehr haben. Ich werde das über den Greenscreen alles regeln. Was sehr cool wird, auf jeden Fall. Dann brauche ich keine Facecam-Rahmen mehr, dann werde ich mich einfach mitten ins Video klatschen. Freue ich mich schon drauf, wenn das funktioniert. Wird auf jeden Fall cool. Ach, Gamer Girl ist wieder da. Ah, na? Hi again. Was ein Zufall. Okay, das ist jetzt echt witziger Zufall. Ah, ja, Leute, Mann. Yay, yay, yay. Hüpf mit mir, Gamer Girl, hüpf mit mir. LMS, hau ab. Geh weg. Ja, Demon Kings hat einen Kopf gesenkelt. Abu, viel Glück, Gamer Girl. Oh, ich habe gar keinen Song gewählt diesmal. Mal gucken, wie lange sie aushält. Sie ist mein Favorit, nach mir natürlich. Und los geht's. Das finde ich immer so cool hier an den Lobbys, dass die Leute teilweise so, ja, mitspielen, sag ich mal. Wenn man sowas macht. Das Lied ist aber scheinbar recht leise, ne? Yay, Orange. Da sind sie alle drüben und das sind wir. Armee gegen Armee. Nein. Okay. Wollen wir mal sachlich bleiben. Ist das Light Blue? Ja, das ist Light Blue. Sehr gut. Ihr wollt jetzt nicht bei mir sein gerade. Oh. Mein Hund hat... Naja. Hat einen abgelassen. Und Hunde 14 stinken. Oh, alter Schwede. Oh nein. Oh, puh. Eine Colorcow. Wir tollen die Haut wahrscheinlich der... Uiuiui, da sind aber viele raus. Gamer Girl bleibt in der Mitte und grün ist natürlich ganz weit weg. Oh, das war sogar richtig. Oh nein, da ist sie raus, da ist sie raus. Ich habe eine Enderperle, gut. Orange brauche ich aber noch nicht. Ich muss jetzt ein bisschen oben lesen, welche Farbe ich habe. Weil ich die Enderperle, Xyan, das müsste das hier sein. Jawohl. Ich mag Cyan echt nicht. Ich kann das nicht so richtig unterscheiden. Ich weiß nicht warum. Orange, okay. Sehr gut. Aha. Ich will jetzt auch mal eine Aufnahme gewinnen. Da habe ich mit Bambina heute drüber geschnackt. Also, wir haben ja noch nicht mal in der Aufnahme gewonnen. Oh, scheiße. Hier bringt mir die Enderperle auch nicht viel. Oh, praktisch. Sehr praktisch. Oh, die sind aber hartnäckig, die Leute.
Ich dürfte richtig sein. Nein, ich dürfte nicht richtig sein. Ah, fuck. Das ist die Kacke, wenn man die Blöcke nicht in der Hand hält. Scheiße. Na, das ist echt schade. So, an dieser Stelle werde ich auch mal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr freut euch, dass es endlich wieder weitergeht mit Facecam. Meine Motivation ist jetzt auf jeden Fall gestiegen, was Facecam angeht. Da das jetzt um einiges einfacher wird. GG. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Block Party und den ganzen Hardcore-Parcours. Also auf jeden Fall mal reingucken. Das ist sehr empfehlenswert. Also wir quälen uns da wirklich ein übelst ab. Also teilweise sind wir echt am Verzweifeln. Übelst am Verzweifeln. Und ja, schaut auf jeden Fall mal in die Playlist bzw. in die letzten Videos, die hochgekommen sind, und schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von der neuen Cam-Qualität und was haltet ihr davon, ohne Rahmen, sondern nur mit einem Greenscreen zu arbeiten, also so, dass ich mich dann unterhalb des Videos klatsche. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Stormy.